Zwar dauert es schon noch ein paar Wochen, aber auch in diesem Jahr kommt Weihnachten wieder schneller, als man denkt. Zeit, sich ein paar Gedanken über das anstehende Fest zu machen. Zum Beispiel, ob der Christbaum in diesem Jahr vielleicht mal aus der Region stammen könnte. Bei Georg Gallus wachsen rund um seinen Uhlandhof bei Hattenhofen Weihnachtsbäume auf einer Fläche von 25 Hektar. Bäume in allen Formen und Größen. Bäume bis zu 5 Meter, also Dekorationsbäume, die sehr begehrt sind bei Kirchen, bei Firmen, die eben große Bäume brauchen. Übrigens, das Geschäft läuft jetzt demnächst an. Und dann haben wir natürlich die Masse der Bäume in einer Größe von 1,50 Meter bis 2,50 Meter, so wie es eben der normale Zimmerbaum und der normale Verbraucher braucht. Auch wer nur Platz für einen ganz kleinen Weihnachtsbaum hat, holt sich dennoch eine Pflanze, die bereits mehrere Jahre alt ist. Ein 2 Meter hoher Baum beispielsweise ist mindestens 10 Jahre lang gewachsen. Wenn man vom Samen bis zur Baumernte rechnet, dann sind die Bäume im Schnitt zwischen 10 und 12 Jahre alt. Die Blaufichte, Fichte, Rotfichte, sorbische Fichte etwas jünger, die Nordmannstannen eher 2 Jahre älter. Bei seinen Weihnachtsbaumkulturen setzt Georg Gallus auf die Natur. Chemie kommt bei ihm schon seit mehr als 25 Jahren nicht zum Einsatz. Stattdessen werden Schrobscherschafe zur Pflege eingesetzt. Sie halten das Gras zwischen den Bäumen kurz und sorgen so für optimale Wachstumsbedingungen, ohne die Triebe zu verbeißen oder die Stämme zu schälen. Auf dem Uhlandhof wachsen hauptsächlich Blaufichten und Nordmanntannen. Die Nordmannstanne ist ja jetzt in den letzten 10, 15 Jahren sehr stark in Mode gekommen, weil sie einfach nicht so stupft und auch nicht nadelt, wobei es eigentlich egal ist, was das Thema Nadeln anbelangt. Also die Blaufichte, frisch geschlagen, hält ihre Nadeln genauso wie die Nordmannstanne. Während im Ausland die ersten Weihnachtsbäume bereits ab Ende Oktober, Anfang November geschlagen werden, beginnt die Saison bei Georg Gallus erst am Nikolaustag. Ab dem 6. Dezember kann sich hier jeder seinen Baum aussuchen und ihn auch selber schlagen. Der perfekte Weihnachtsbaum, muss jetzt rein technisch ausgedrückt, der muss für mich mindestens 5 Astgrenze haben, pro Astgrenz mindestens 4 Äste und darf dann nicht höher wie 2,20 Meter sein. Das ist jetzt technisch ausgedrückt also der Baum, was er so erfüllen muss. Ich selber ertappe mich jedes Jahr von Neuem, dass ich mir eigentlich gönne, kreativ meinen Baum zu suchen. Ich suche mir ein Jahr mal einen wunderschönen aus, der die technischen Bedingungen, wie eben beschrieben, erfüllt. Und es kann aber auch sein, mir gefällt irgendwo ein schöner Baum in einer Kultur, der von der Natur geadelt wurde, sage ich jetzt. Geadelt wurde in dem Sinn, dass er vielleicht 3 Spitzen hat und man oben noch einen Engel mit reinlegen kann. Also da bin ich wirklich ganz flexibel. Den perfekten Weihnachtsbaum gibt es also nicht. Auch hier gilt, erlaubt ist, was gefällt. Und bei einer Auswahl zwischen mehreren tausend Bäumen ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.